Wir fahren jetzt weiter mit der Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft. Und da möchte ich jetzt den Klaus Steiner herausbitten, dass er mal zum Ersten die Erfolge der Amateure und der Sportklassefahrer vortragt. Und dass wir dann die Siegerehrung machen. Klaus, bitte. Gut, ich darf den alle recht herzlich begrüßen. Ich habe mir ein bisschen zusammengeschrieben, die Erfolge von der Sportklasse, die Erfolge von Mountainbike und die Erfolge von den Amateuren. Ich wollte eigentlich mit Annik anfangen, die kommt leider ein bisschen später, jetzt dann fange ich mit der Sportklasse an, vielleicht kommt sie da rein. Gell? 124 Mal ist die Sportklasse heuer in die Ergebnisliste gestanden, verteilt auf 34 Rennen. 6 Siege, 2 zweite Plätze, 5 dritte Plätze. Den ersten Platz hat die Spurer Gabi gemacht beim Bergsprint am Werberlaufe. Bravo. Fußballpark Classic, Platz 1. Bravo. Der Helmut Gedietz hat alle drei Rennen gewonnen beim Tiroler Bergsprint. Das war Waldbachtal Classic, Ochensee Classic und Hungerburg Classic. Hat er alle drei Rennen gewonnen. Zweiter ist er geworden am Erlerberglauf. Dritter ist er geworden beim Dannheim Radmarathon. Dritter ist er geworden bei der Bergsteig Classic. Der Rotner Wolfgang hat im Flachgau die Radsporttage gewonnen. Der Spruch Matthias ist dritter geworden beim Dumpfer Bergrennen. Bravo! Gramsamer Peter ist dritter geworden bei der Sandelsberg-Trophäe. Der Hass Joachim, Pulsatzball Classic, dritter. Jetzt waren wir die Sportklasse. Die Amateure waren auch ganz fleißig, sagen wir mal. 121 Mal sind in die Ergebnisliste gestanden, 38 Rennen. 6 dritte Plätze, 3 zweite Plätze, 4 Siege. Dazu hat der Kreidel Bernhard, hat das Rieder Radrennen gewonnen, um einen großen Preis der Firma Eurol. Der Eberharder Florian hat die Grafenbacher Radsporttage gewonnen. Die Tiroler Meister ist auf der Straße geworden und die Balten Liesingtal durch, dass er dritter geworden. Ja. Bei den Amateuren haben wir einen Bergspezialisten, das ist der James. Der ist beim Tiroler Bergsprint bei den Amateuren gesamt auf dem vierten Platz gefahren. Davon ist er bei der Hungerburg Classic zweiter geworden, Aachensee Classic dritter, Alpachtal Classic fünfter, beim Erler Bergrennen ist er dritter geworden. Imsing Stiegelreit dritter, Bergsprint Werwald dritter, Kitzbüheler Hohenbergrennen dritter, Kolsersberg Classic erster und dritter bei Stubaier Mountain King. Machen noch meine Verbrechen. Dolomitenrundfahrt habe ich gewonnen. Preis dritter, Vize-Tiroler Meister im Zeitfahren, Tiroler Meister im Kriterium, Vize-Tiroler Meister auf der Straße, zweiter Platz bei der Edimarks Classic und bei der Mountainbike Transalp sind wir 42. geworden. Und zuletzt noch die Annika. Die Annika ist 7 Langstrecken Mountainbike Marathon gefahren. Davor war sie fünfmal auf dem Stockhallum. Dritte ist sie geworden beim Zugspitzmarathon. Dritter Platz ist sie beim Top-6-Marathon in Schladming geworden. Zweiter beim Tegernsee-Marathon. Die Salzkammergut-Trophäe hat sie gewonnen. Und Stubaier Mountainbike-Marathon ist sie zweite geworden. So, das war mein Bericht. Noch
machen wir sicher. Das sieht man auch nicht da. Große Erfolge, sondern wir haben auch einen sehr sportlichen und leistungsstarken sportlichen Leiter. Bravo, Klaus. Dann fangen wir an mit der Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft 2010. Und da fangen wir an mit den Damen 2. Und da ist die erste Wahl die Gabi Sporer. Was ist das? 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 Was ist das?
Thank you.